Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster ist ein sehr hübsches sommerliches Ajourmuster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 6 plus 2 plus 2 Randmaschen und nur 2 Musterreihen besteht. So sieht die Vorderseite aus und so die Rückseite. Ich habe 16 Maschen auf meiner Nadel. 16, weil wir gesagt haben, teilbar durch 6. Ich habe es mal 2 genommen, das sind 12. Plus 2 Maschen, die ich einmalig aufnehme, damit das Muster aufgeht, 14. Und 2 Randmaschen, 16. Eine Rückreihe linker Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint. Und es geht los mit Reihe 1. Die Randmasche stricke ich wieder rechts. Und nun 2 Maschen links. Eine. 2. 4 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4. Das ist der Musterrapport der ersten Reihe. Nochmal, 2 Maschen links, 1, 2, 4 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4. Die Reihe endet mit 2 Maschen links. Eine und die zweite und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 2, Randmasche rechts und nun 2 Maschen rechts, eine, 2, ein Umschlag und die nächsten 4 Maschen zusammen links stricken. Dafür steche ich in die 4 Maschen, 2, 3, und die vierte. Und ich stricke alle 4 Maschen zusammen links. Die Maschen bleiben noch auf den Nadeln. Ich stricke die erste von den 4 Maschen noch einmal links. Und nun lasse ich sie fallen. Ein Umschlag. Und das ist der Musterrapport der zweiten Reihe. Nochmal. 2 Maschen rechts. Eine. 2. Ein Umschlag. 4 Maschen links zusammenstricken, in 4 Maschen einstechen und alle 4 zusammen links stricken. Die Maschen bleiben noch auf den Nadeln. Ich stricke die erste von den 4 Maschen noch einmal links und erst jetzt lasse ich die Maschen fallen. Ein Umschlag. Die Reihe wird beendet mit 2 Maschen rechts, eine und die zweite. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. Machen wir die 2 Reihen noch einmal zusammen. Randmasche rechts. So, die erste Reihe, 2 Maschen links, eine und die zweite. 4 Maschen rechts. Den Umschlag stricke ich rechts, das ist die erste Masche. Die zweite Masche rechts, die dritte Masche rechts. Und den Umschlag rechts stricken, das ist die vierte Masche rechts. Und noch einmal, 2 Maschen links, eine, 2, 4 Maschen rechts, eine, 2, 3, 4. Die Reihe wird beendet mit 2 Maschen links, eine, 2. Und die Randmasche stricke ich rechts. Die zweite Reihe, Randmasche rechts und nun 2 Maschen rechts stricken, eine, 2, ein Umschlag, 4 Maschen links zusammenstricken, in allen 4 Maschen einstechen und diese zusammen links stricken. Die Maschen noch auf den Nadeln behalten und die erste der 4 Maschen noch einmal links stricken. Und erst jetzt fallen lassen. Ein Umschlag. Und nochmal. 2 Maschen rechts. Eine. 2. Ein Umschlag. 4 Maschen links zusammenstricken. Alle 4 Maschen zusammen links stricken. Und die Maschen auf den Nadeln behalten. Die erste der 4 Maschen noch einmal links stricken. Und fallen lassen. Ein Umschlag.
Ich beende die Reihe mit 2 Maschen rechts, 1, 2 und die Randmasche stricke ich auch rechts. Das sind die 2 Reihen, die stets wiederholt werden. Es ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Muster und nach ein paar Reihen haben wir dann dieses sehr, sehr schöne Ergebnis, welches auch super elastisch ist. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, abonniert den Kanal. Es folgen noch ganz viele weitere Muster. Ich sage vielen Dank für all die netten Kommentare. Auch wenn ich sie nicht alle beantworten kann, ich freue mich wahnsinnig darüber. Und ich freue mich auch über ein Like. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.